waren jetzt 2 Wochen in Südafrika unterwegs, im Kruger-Park und in der Kapregion. Südafrika ist auf jeden Fall immer eine Reise wert, weil es sehr abwechslungsreich ist. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei unserem Film. Der frühe Vogel fängt den Wurm unterwegs in Südafrika. Film ab! Ja, unsere Tour startete in Frankfurt am Main. Von hier sind wir mit der Qatar Airways über Doha nach Johannesburg geflogen, rund 16 Stunden Flug. In Johannesburg haben wir unseren Mietwagen übernommen, das war ein Nissan X-Trail, und sind noch 450 Kilometer Richtung Kruger Park gefahren. Die erste Übernachtung hatten wir im Black Eagle Guesthouse und sind dann am Folgetag über die schöne Panoramaroute in den Kruger Park reingefahren. Hier hatten wir 3 Nächte im Satara Camp, 3 Nächte im Lower Sabi Camp und die letzte Nacht im Crocodile Bridge Camp, bevor wir dann wieder zurück nach Johannesburg gefahren sind und sind mit einem Inlandsflug mit Mango Air nach Kapstadt geflogen. In Kapstadt hatten wir eine wirklich sensationelle Extraklasse Ferienwohnung, ein bisschen außerhalb von Kapstadt, und von hier haben wir dann über Tagestouren uns die Region angeguckt. Also wir waren in der Kapregion mit dem wirklich weltbekannten Kap der Guten Hoffnung. Wir haben eine wirklich anstrengende, aber sehr schöne Wanderung auf den Tafelberg gemacht. Wir haben uns die lebendige Innenstadt von Kapstadt angeguckt. Das ist die Victoria Waterfront. Sind an der Küste entlang gefahren nach Hermanus, um uns Wale anzuschauen. Und was natürlich in der Kapregion nicht fehlen darf, wir sind dann auch noch mal nach Stellenbosch gefahren und haben uns ein Weingut angesehen. Und wie immer ist so ein Urlaub natürlich nach 14 Tagen viel zu schnell vorbei. Aber wir mussten ja auch mal wieder heim, und so sind wir dann von Kapstadt auch wieder mit Qatar Airways über Doha nach Frankfurt zurückgeflogen. Voller Vorfreude starteten wir unsere Reise. Die Gedanken an den bevorstehenden Urlaub ließen uns die lange Anreise locker aushalten. Und sogar der Zwischenstopp in Doha hatte schon die erste Überraschung für uns parat. Aber gleich mehr. Ja, das ist der Klassiker hier. Vor jedem Urlaub, vor jedem Flug, Terminal 2, Mackey. Ja, natürlich. Hauen wir uns was rein jetzt hier. Der hier ist es. In Doha hörten wir plötzlich hinter uns: Dürfen wir euch kurz ansprechen? Ihr seid doch die zwei aus Frickel TV. Die Überraschung war uns sicherlich anzumerken. Nach einem kurzen netten Gespräch mit Tanja und Thomas mussten wir leider schon weiter. Doch ich war nun einen Kopf größer, und Sabines trockener Kommentar "Du wirst langsam berühmt" werden mich die Anreise so schnell nicht vergessen lassen. Direkt nach unserer Ankunft fuhren wir über die mautpflichtige N4 nach Graskop, um dort auf dem Weg zum Kruger Park die erste Nacht zu verbringen. Black Eagle Guesthouse in Graskop. Ja, gestern sind wir hier angekommen in Graskop. Also der Flug von Frankfurt nach Doha und Johannesburg war kein Problem, Mietwagen war in Ordnung, ging alles relativ zügig. Und da sind wir die 400 Kilometer hier hochgefahren gestern. Sind schon einen Teil durch die Panoramaroute gefahren. Das ist also eine landschaftlich schöne Ecke, weil es sind viele Berge, Wasserfälle, Aussichtspunkte etc. Aber wir kennen das alles schon, deswegen sind wir zügig hier durchgefahren. Südafrika ist ein sehr vielseitiges Land und flächenmäßig ca. 3,5 Mal so groß wie Deutschland. Mit seinen 55 Millionen Einwohnern ist es das am weitesten entwickelte Land im ganzen südlichen Afrika. So
ganz ohne Wasserfall wollten wir dann doch nicht den Teil der schönen Panorama-Route fahren und machten einen kurzen Stopp bei leider bewölktem Himmel an den Lisbon Falls, welche gut 45 Meter in die Tiefe stürzen. Heute fahren wir in den Krügerpark. Was sehen wir zuerst? Ich sag, wir wetten, ne? Wir wetten, genau. Impala. Nee, wir machen es jetzt mal anders. Ursprünglich hätte ich ja gesagt Zebra, aber ich mach's mal ein bisschen spannender. Als erstes sehen wir die Giraffe, sag ich. Krügerpark angekommen. Über das Orpengate sind wir in die zentrale Region des Krügerparks gefahren und die ersten Tiere ließen nicht lange auf sich warten. Natürlich war das erste Tier ein Impala und Sabine hatte ihre Wette gewonnen. Wir sind wieder beide begeistert von der Atmosphäre und der Vielzahl an wilden Tieren. Aber unsere Favoriten sind eindeutig die sanften Riesen. Und das ist schon hell, also die Sonne geht jetzt auf und jetzt werden wir gleich auf den Gentreif gehen, hier im Krügerpark. Wir sind jetzt im Satara Camp, da haben wir jetzt die ersten drei Nächte. Das ist hier so ein Bungalow, ist ganz basic, aber vollkommen in Ordnung. Wir sind gestern angekommen und natürlich schon den ganzen Tag ein bisschen Game-Drive gemacht, haben Elefanten gesehen, gestern Abend sogar noch zwei Löwen, Giraffen und so das ganze andere Zeug, was hier so rumläuft, wie Zebras, Impalas etc. Das war schon gar nicht so schlecht gestern. Und heute fahren wir von, ich zeige mal hier die Karte, hier sind wir jetzt, das ist jetzt praktisch alles Krügerpark, wir sind im zentralen Krügerpark, hier Süden, da Norden. Wir sind jetzt hier im Satara Camp. Wir fahren jetzt hier hoch, hier rüber. Also das Rote sind Teerstraßen. Das hier sind dann kleine Schotterpisten, die eigentlich reizvoller sind landschaftlich. Aber was Tiere angeht, sieht man hier auf den Teerstraßen genau dieselben Tiere wie hier irgendwo in den abgelegeneren Gebieten auf Schotterpisten. Das ist vollkommen egal. Und unser Ziel jetzt, das ist ja noch sehr früh, ist hier das Olifants Camp nachher, da werden wir so vielleicht gegen 9 Uhr sein, da werden wir dann hier frühstücken. Weil was die Tiere oder Tiersichtung angeht, ist es wirklich so, der frühe Vogel kennt den Wurm. Wir sind auf dem Game Drive. Ja, aber wir sind um 4.30 Uhr schon aufgestanden. Ja, aber dafür waren wir auch um 9 im Bett gestern. Ja. Aber das ist cool, hier wird es um 4.30 Uhr hell. Gut geschlafen habe ich auch. Uiuiui.
Ja, da kommt Knus. Die ganze Herde. Wer glaubt, dass sie jeden nur Aasfresser sind, täuscht sich gewaltig. Sie sind hervorragende Jäger. Und den Beweis bekamen wir Tage später hautnah geliefert. Als wir einen Hyänenbau direkt am Straßenrand entdeckten, konnten wir uns auch noch von dem ausgeprägten Sozialverhalten dieser interessanten Tiere überzeugen und beobachteten, wie etwas ältere Jungtiere den frischen Nachwuchs bewachten. Nach diesen tollen Erlebnissen machten wir erst einmal eine Pause in dem wirklich schön gelegenen Olifants Camp. Genossen die fantastische Aussicht über das Tal des Olifants River. Jetzt fahren wir runter an Olifants River, dann fahren wir den Letaba River hoch bis zum Letaba Camp und da können wir wahrscheinlich wieder Päuschen machen. So der Plan. Packen wir's. Elefanten kreuzen immer wieder unseren Weg. Und bedingt durch die starke Trockenheit waren die letzten verbleibenden Wasserstellen die Anlaufstelle vieler Tiere. Konnten von den kleinen, noch unbeholfenen Elefanten einfach nicht genug bekommen. Ausgiebigen Schlammbad darf die Körperpflege natürlich nicht fehlen. Hat die Herde genug getrunken und sich abgekühlt, verschwindet sie wieder im afrikanischen Busch. Besonders gut gefallen haben uns die Heiz- und Aussichtspunkte, denen man die afrikanische Wildnis außerhalb des Autos hautnah erleben konnte. Gegen Nachmittag besuchten wir noch das Letaba Camp, welches mit seinen vielen Palmen ein tropisches Flair versprühte. Zurück, um pünktlich zum Sonnenuntergang in unserem Camp zu sein. Man sollte immer genug Zeit einplanen, da unvorhergesehene Tierbegegnungen den Zeitplan total verändern können. Ja, wir stehen jetzt hier mitten in der kleinen Elefantenherde. Das Problem an der Sache ist, hier sind Kühe, die haben Jungtiere noch dabei, da muss man immer ein bisschen wachsam sein, weil die können auch mal Stress machen. Aber normalerweise sind die friedlich. Wenn man so Riesentiere hier so aus nächster Nähe beobachten kann, Hammer. Trotz der unvorhergesehenen Zwangspause kamen wir noch rechtzeitig im Camp an. Musik.
Heute verließen wir nach 3 Nächten das Atara Camp und unsere Tour führte uns Richtung Süden zu dem touristischen, aber schönen Lower Sabi Camp. Das Highlight des Camps ist die tolle Terrasse mit Blick auf den Lower Sabi River. Und in den nächsten 3 Tagen wollten wir von hier aus sternförmig die Gegend rund um das Camp erkunden. So, wir sind jetzt hier in Lower Sabi angekommen. Und hier haben wir jetzt wirklich eine Bude, eine Basic-Bude. Da ist auch keine Dusche und kein Klo drin. Aber ansonsten auch wieder ausgestattete Küche, Kühlschrank, Platz ohne Ende. Sag mal, wenn man Campingurlaub macht, dann kommt man mit sowas allemal ganz locker klar. Es ist sauber, also wirklich gibt es nichts zu meckern. Wir sind zufrieden. Nach einer kurzen Pause und einem guten Mittagessen ging es auch schon wieder auf die Pirsch. Ja, wir sind jetzt hier an einem Damm. Hier im Hintergrund sieht man noch so ein bisschen Restwasser. Und da liegen Unmengen Krokodile drin rum. Also ich habe mal versucht zu zählen, aber ich habe dann bei 30 aufgehört. Das Nilkrokodil kann eine Länge von 4 Metern erreichen und jagt meistens Fisch. Dennoch kommt es auch vor, dass Impalas, Zebras, Gnus und sogar Löwen und Hyänen den Krokodilen zum Opfer fallen. Aber das eigentliche Beeindruckende finde ich, dass diese Tiere schon auf der Erde lebten, als noch Dinosaurier unterwegs waren. Naturgewalten eines Gewitters im afrikanischen Busch zu erleben, sind beeindruckend. Der verschwand so schnell, wie es gekommen war, und gegen Abend konnten wir noch einen fantastischen Sonnenuntergang erleben. Wir haben jetzt morgens 5:30 und haben jetzt gerade erlebt, wie eine Hyäne in den Impala gejagt hat und das ein Baby Impala gejagt hat. Da kriegt man schon ein flaues Gefühl im Magen, wenn man das so live sieht. Das ist dann schon was anderes wie im Fernsehen. Aber das ging so schnell, kurz zerrissen im Prinzip. Da haben die Knochen gekracht und es war also, glaube ich, echt schnell tot. So getötet, reingebissen, direkt gefressen. Aber das ist die Natur. Ich meine, so eine Hyäne, die tötet nur, um zu überleben. Ne? Der Kudu ist eine der größten Antilopenarten Afrikas und kann trotz einem Gewicht von bis zu 350 Kilogramm 3 Meter hohe Hindernisse überspringen. Auch rund um Lower Sabi sahen wir jede Menge Elefanten. Und
Es ist beeindruckend, wenn man sieht, wie ein fast 4 Meter hoher und knapp 6 Tonnen schwerer Elefantenbulle aus Bäumen Kleinholz macht, um an die nahrhaften Wurzeln zu kommen. Da hinten liegt der König der Tiere, aber die faule Socke liegt einfach nur herum, bewegt sich nicht. Aber wir haben hier die Pole Position. Neben dem Elefant und dem Flusspferd zählt das Breitmaulnashorn zu den größten Landsäugetieren der Erde. Das begehrte Horn, weswegen diese tollen Tiere so gut wie ausgerottet sind, besteht aus Keratin und wachsen ähnlich wie Haare oder Fingernägel das ganze Leben lang, auch wenn es beschädigt wird. Mit einem Sehsinn von maximal 20 Metern bräuchte es sicherlich eine Brille. Aber dafür hat das Tier ein sehr gutes Gehör und einen ausgeprägten guten Geruchssinn. Heute haben wir die Big Five jetzt gesehen. Jetzt haben wir alles gesehen. Jetzt haben wir eben noch 4 Nashörner gesehen. Wunderschöne Exemplare. Boah. Fälschlicherweise oft Wasserbüffel genannt, ist der afrikanische Kaffernbüffel ein gewaltiges Tier und erreicht Schulterhöhen von über 1,70 Meter und kann ein Gewicht von 900 Kilogramm erreichen. Der Flusspferde geht leider immer weiter zurück und die Art ist stark gefährdet. Sie können eine Kopfrumpflänge von bis zu 5 Metern erreichen und sind trotz einem möglichen Gewicht von 4 Tonnen gute Läufer. Die gewaltigen Eckzähne erreichen Längen von 70 cm und der Kiefer kann 150 Grad aufgeklappt werden. Durch ihr territoriales Verhalten können diese Tiere extrem aggressiv werden und die meisten menschlichen Todesfälle in Afrika werden den Hippos angerechnet. Aus Erfahrung wird man klug. Niemals die Klimaanlage laufen lassen, wenn der Motor nicht läuft und die Zündung an ist. Und wir haben keine Power mehr, also die Batterie anscheinend leer hier von der Scheißkarre. Jetzt haben wir anderen Leuten Bescheid gesagt, dass sie doch bitte Hilfe schicken sollen. Unser Camp ist nämlich direkt hier um die Ecke, so 500 Meter entfernt. Und da hoffen wir, dass die das jetzt auch wirklich machen und uns Hilfe bringen und wir nicht die ganze Nacht jetzt hier ausharren. Ja, hier geht schon die Scheibe nicht mehr hoch. Also, wenn jetzt alle Stricke reißen, dann packen wir unser Zeug und laufen die 500 Meter zum Camp. Nee, das kann man nicht bringen, ja. Aber es waren schon ein paar Ranger hier, die holen jetzt ein Überbrückungskabel. Hier, 5 Meter vor uns liegt ein Krokodil. Das Auto jetzt gestern Abend hier eine Stunde laufen lassen, damit die Batterie geladen wird und jetzt werden wir mal gucken, ob das Ding anspringt. Jetzt ist es spannend. 1, 2, 3. Er läuft, wir können wieder starten. Mit geladener Batterie fuhren wir nun zum Krokodil Bridge Camp, in dem wir unsere letzte Nacht im Krugerpark verbrachten.
trotz Wasserknappheit in ganz Südafrika wurden hier die Wiesen und Pflanzen bewässert und somit wurden viele Stechmücken angezogen. Aber wir waren vorbereitet. Kirchfahrten erkundeten wir nun den südlichsten Teil des Parks und machten auch noch einen Abstecher zum Berg in Dalkirch. Hier nutzten wir die Gelegenheit, uns auf dem ca. 2,5 Kilometer langen Rhino Trail, welcher im Camp verläuft, etwas zu bewegen. Der Rhino Trail in Bergendal sind wir gerade gelaufen, damit wir uns wenigstens mal ein bisschen bewegen. Schön was. Ah ne, es geht ja noch weiter. Da hinten. Es geht ja noch weiter. Ich stehe schon im Saft jetzt hier. Es ist nämlich heiß. Prost. Ja, 7 Tage Ruheparks sind jetzt vorbei, Schatzi. Ja. Aber es war der Hammer, oder? Ja, heute Morgen nochmal, ne? Die Wildhunde. Was wird das nochmal bekommen zum Abschluss? Die, die man eh so selten sieht. Neun Wildhunde heute Morgen direkt auf der Teerstraße. Hier heißt es wirklich, der frühe Vogel fängt den Wurm. Also wir sind heute um 4:30 schon los, war noch fast dunkel. Aber nur so kriegt er dann wahrscheinlich auch sowas geboten. Aber insgesamt war es von den Tieren her wirklich echt der Hammer. In der Woche, was wir Tieren gesehen haben. Wahnsinn, also so viele Elefanten. Big Five, Löwen, Leopard haben wir gesehen, Hyänen. Wir haben sogar 4 Nashörner gesehen. Nashörner haben wir noch gesehen gestern. Also es ist unglaublich, diese Tiervielfalt hier im Kugelpark. Die Hyänen mit den Jungen, das war so klasse. Das ist eigentlich mein Highlight, die jungen Hyänen. Ja. Und jetzt fahren wir zurück nach Johannesburg, das sind so von hier aus so gute 550 Kilometer und dann geht es nochmal 5 Tage nach Kapstadt und dann geht's weiter. Sarah, komm zu mir. Wir sind in Johannesburg am Airport. Die Fahrt hat gut geklappt. Jetzt geht's nach Kapstadt. Mehr als nett zu sagen. Wir waren froh, als wir gegen Abend in unserer Ferienwohnung angekommen waren. Auch wenn alles super geklappt hat, so sind die 5 Stunden Autofahrt, Mietwagenrückgabe, Einchecken, der Flug, Gepäck holen, 9 Mietwagen übernehmen und noch in Dunkelheit in einer fremden Stadt mit Linksverkehr zur Ferienwohnung fahren, nicht ganz spurlos an einem vorbeigegangen. Ja, als wir gestern Abend hier von Johannesburg in Kapstadt angekommen sind, waren wir wirklich echt total geplättet. Der
Vermieter hier, der Mike, ein super lustiger, netter Kerl, kommt aus Tansania. Und der hat uns hier wirklich extrem freundlich begrüßt. Der hat extra noch Essen gemacht für uns. Wir hatten dann abends noch Reis mit Hühnchen und Salat. Im Kühlschrank sogar Orangensaft, ein paar Weintrauben. Und das war, also sowas habe ich echt noch nie erlebt. Und ich war schon viel in der Welt unterwegs, aber das war jetzt ein ganz anderes Niveau. Über Hut B und den mit 114 Kurven direkt am Meer verlaufenden Chapman Peak Drive fuhren wir nach Simonstown. Hier frühstücken wir erstmal, um uns für die erste Attraktion des Tages zu stärken. In Simonstown leben ca. 2500 afrikanische Pinguine. Die 2 bis 4 Kilogramm schweren Tiere werden auch die Eulen des Meeres genannt, da sie nachts im Wasser genauso gut sehen können wie am Tag. Wir konnten auf Holzplattformen das quirlige Treiben aus nächster Nähe beobachten. Interessant waren die unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Jungtiere und vor allem, wie wenig sich die Tiere von den Menschenmassen stören ließen. Der Höhepunkt des heutigen Tages war jedoch der Besuch der Kap-Halbinsel mit dem weltbekannten Kap der Guten Hoffnung. In sehr schöner Felsenlandschaft gab es eine Vielzahl schöner Wanderwege und traumhafte einsame Strände zu bestaunen. Wir genossen den Rest des Tages in dieser einzigartigen Landschaft. Der Guten Hoffnung wird oft als südlichster Punkt Südafrikas bezeichnet. Dies ist jedoch falsch, da der südlichste Punkt Cape Agulhas ist und ca. 150 Kilometer weiter südöstlich liegt. Auch dass hier der Indische Ozean auf den Atlantik trifft, ist nicht ganz richtig. Denn das eigentliche Verschmelzen beider Weltmeere findet ebenso viel weiter südöstlich statt. Berüchtigt war das Kap wegen seinen Strömungen und Felsen, die vielen Schiffen zum Verhängnis wurden. Frühen Abend sind wir zurück in unsere Ferienwohnung gefahren und freuten uns über einen tollen, erlebnisreichen Tag. Victoria und Alfred Waterfront besteht aus einer restaurierten alten Werft und einem lebhaften Hafenviertel, welches Anfang 1990 zu der Touristenattraktion Nummer 1 in Kapstadt wurde. Um die 30 Millionen Besucher kommen jedes Jahr zum Schauen und Shoppen oder genießen oft bei Live-Musik und schönem Blick auf das Hafenbecken das afrikanische und internationale Essen.
Etwa 20 Kilometer vor der Küste Kapstadts liegt Robben Island. Die frühere Gefängnisinsel wurde 1990 zu einem Naturnationaldenkmal. In dem Gefängnis hatte Nelson Mandela fast 20 Jahre in einer 4 Quadratmeter großen Einzelzelle verbracht. Was es hier alles zu kaufen gibt, hier Masken, Speere, Säbel, Schnitzereien, das ist hier wie ein Museum, also echt abgefahren. Abend haben wir uns noch den gehobenen Vorort Camps Bay angesehen und spazierten am weißen Sandstrand entlang und hatten von hier einen tollen Blick auf die Bergkette der 12 Apostel. In einem der vielen Restaurants genossen wir an der Promenade unser Abendessen und machten noch einen kurzen Stopp auf dem Weg zu unserer Ferienwohnung in Meutzenberg. Der Ort liegt an der False Bay und ist bei Surfern und Schwimmern sehr beliebt. Denn hier ist das Meer flach und der Wellengang meist nur mäßig. Die bunten Strandhäuser sind ein begehrtes Fotomotiv und auch ich konnte nicht widerstehen. Über den Platte-Klipp-George-Wanderweg erklimmten wir heute den 1087 Meter hohen Tafelberg. Die gut 1,5 Stunden lange Wanderung überwindet ca. 750 Höhenmeter, ist steil und führt in einer Schlucht ziemlich direkt auf das Plateau. Je höher man kommt, umso steiler und größer werden die Stufen. Doch die Anstrengung wird immer wieder mit tollen Ausblicken belohnt. In dem Naturschutzgebiet konnten wir einen schönen Einblick in die vielfältige Flora und Fauna gewinnen. Denn hier befinden sich ca. 2200 verschiedene Pflanzenarten. Das sind mehr, als es in ganz Großbritannien gibt. Ja, wir sind mittendrin auf dem Aufstieg zum Tafelberg. Es geht also hier in so eine kleinen, schmalen Schlucht nach oben. Machen die Beine mit? Ja, die Beine auf jeden Fall, eher die Kondition nicht. Ist schon anstrengend, aber macht total Spaß. Guck mal den Himmel da oben an. Und, wie ist es? Gut. Gut. Die Beine halten. Bin schon tretschnass geschwitzt, muss ich sagen. Packen wir es, komm. Ja. Die letzten Meter schaffen wir auch noch. Oben angekommen wurden wir durch heftigen Wind fast vom Plateau geblasen. Und wärmten uns erstmal bei einem Kaffee und Tee auf, bevor wir uns die einzelnen Aussichtspunkte ansahen. Für den Rückweg wählten wir die Seilbahn, die sich während der Fahrt nach unten einmal um 360 Grad dreht. Auch wenn alles sehr touristisch war, gehört die Besichtigung des Tafelbergs bei jedem Kapstadtbesuch einfach dazu. Da
wir unseren letzten Tag in Kapstadt im Vorfeld nicht verplant hatten, entschieden wir uns heute kurzfristig die 120 Kilometer nach Hermanus zu fahren. Hermanus ist ein kleiner Küstenort am Westkap und das weltweit führende Walbeobachtungsziel. Wir wanderten den Cliff Trail entlang, der immer oberhalb der schönen Bucht verlief und hinter jeder Kurve neue Ausblicke auf das tiefblaue Meer freigab. Wir sahen auch einige Wale, jedoch leider in weiter Entfernung. Wenn man jedoch Glück hat, kann man diese imposanten Tiere direkt an der Küste, keine 10 Meter entfernt, beobachten. Dies kann ich sogar bestätigen, da mir vor Jahren dieses Glück beschert wurde. Der hier am häufigsten vorkommende Wal ist der Southern Whitewall. Er wird bis zu 16 Meter lang und 60 Tonnen schwer. Die Wale leben hauptsächlich in den planktonreichen Gewässern der Antarktis und kommen nur zur Paarung zwischen Frühling und Winter in die Buchten der False Bay. Auf dem Rückweg nach Kapstadt besichtigten wir noch das Weingut der Lea Graf Estate in der Nähe von Stellenbosch und waren von dem Luxus und dem Ambiente beeindruckt. Später fanden wir heraus, dass dieses Weingut zu den teuersten und besten Adressen in ganz Südafrika zählt und eine Übernachtung über 1000 Euro kostet. Ja, leckeres Baguette hier am Flughafen. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, ne? Ja, hier direkt mit Blick. Nach 14 Tagen mussten wir uns heute schweren Herzens von diesem tollen Land verabschieden. So wie der Hinflug ging es über Doha nach Frankfurt und dank gutem Unterhaltungsprogramm verging die Zeit sprichwörtlich im Flug. Wir sind uns aber beide sicher, dass dies nicht unser letzter Urlaub in Südafrika war. Denn die afrikanische Tierwelt, die vielen unterschiedlichen Landschaften, die freundlichen Menschen und nicht zuletzt das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis machen dieses vielseitige Land zu einer Top-Urlaubsadresse. Eben noch Fotos gemacht von Zebras, hier hängen sie rum jetzt. Jetzt geht's wieder auf die Pier. Überall Hippos, die hier rumschleichen und uns die Karre verreckt. Wir haben jetzt 6:30, das Camp ist zu. Und wir haben keine Power mehr. Immer schön gucken, gell, ob nichts ist. Überall liegen Krokodile rum und oh, auch sonst. Also muss ich auch mal auf Toilette, also ich muss ausschalten. Echt blöd, jetzt bin ich mal gespannt, wann hier jemand kommt, der uns hier entweder abholt oder abschleppt oder wie man das Ganze jetzt hier hinkriegt. Mal abwarten. Hoffen wir, dass gleich jemand kommt. Wird spannend, also es wird jetzt dunkel. Ich habe jetzt keinen Bock, hier die ganze Nacht im Auto zu sitzen. Schöne Scheiße, habe ich auch noch nicht miterlebt. Neben uns lauern die Krokodile und die Hippos. Ja, schön. Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass wir zurück zum Camp kommen. Auch wenn der Sonnenuntergang hier nicht so schlecht ist, muss ich sagen.
Wir warten mal gucken. Wir werden berichten, wie es ausgeht. Und Vollmond ist auch noch. Also es wird mit Sicherheit gar nicht so dunkel werden heute Nacht. Da sind schon richtige Apparate dabei. Aber hier die Madame, die ist schon wieder am Schlafen. Hier, die Riesenmuffin. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei unserem Film. Ja. Keine Ahnung.